Liebe Firmlinge, liebe Schwestern und Brüder, die ihr dieses Video seht, wir sind in den Tagen vor Pfingsten und ich darf mich einmal wieder zu Wort melden. Ich freue mich, dass unsere Corona-Verordnungen nicht mehr so streng sind, deswegen gibt es auch weniger Videos. Und ich möchte heute, wie kann es anders sein, in der Woche vor Pfingsten natürlich über den Heiligen Geist reden. Und ich möchte besonders auch zu den Firmlingen reden aus unserem Pfarrverband. Ihr habt eine gute Zeit schon der Vorbereitung hinter euch. Eine gewisse Zeit liegt noch vor euch. Die Firmung ist Anfang Juli. Das heißt, das sind noch gute 6 Wochen, dass also die Firmung sein wird. Und es geht bei der Firmung wie an Pfingsten um den Heiligen Geist. Wir sind ja Leute, die sich gerne etwas bildlich vorstellen. Ich habe immer gerne etwas, was ich anschauen, anfassen, hören, mit den Sinnen wahrnehmen kann. Der Heilige Geist ist etwas Abstraktes. Wir bekennen, dass sowohl der Vater wie auch der Sohn, nämlich Jesus, und der Heilige Geist alle drei Gott sind. Es sind aber nicht drei Götter, sondern sie sind das eine göttliche Wesen in drei Personen. Und das ist so etwas Abstraktes, dass ich eigentlich sagen kann, das verstehe ich nicht, das ist fast wie eine mathematische Formel. Das ist etwas, wo ich, was nicht so eingängig ist. Es ist sehr gut, liebe Brüder und Schwestern, wenn wir Jesus studieren. Wie war Jesus? Jesus war ein ganz menschlicher Mensch. Ja? Ich möchte sagen, er war der menschlichste aller Menschen. Ja? Denn er war ganzer Mensch und ganz ohne Sünde. Er hatte also in seiner ganzen Persönlichkeit nichts Negatives. Nichts, was ungeordnet war. Nichts Blödes. Nichts, vor was man Angst haben müsste. Auch wenn er streng sein und klar sein konnte. Aber das war alles im Plan seiner Liebe mit drin. Das war nie eigennützig. Das war nie in irgendeiner Weise zornig, von Emotionen irgendwie hin und her geschüttelt. Das war niemals egoistisch. Jesus war immer derjenige, der alle, die zu ihm kommen wollten, uns wirklich ernst gemeint haben, angenommen hat. Er wollte unbedingt die Menschen zum Vater bringen. Er wollte unbedingt die Menschen zu dem bringen, wo sie ganz Menschen sein können. Nämlich auf die Liebe hin sind wir geschaffen. Und er möchte uns verbinden mit dieser unendlichen Liebe Gottes und uns in diese Liebe quasi hineinziehen. Und das Schöne ist, wenn wir Jesus kennen, und den können wir studieren, da gibt es genug in der Heiligen Schrift, im Neuen Testament, dass wir ihn gut kennenlernen können. Wenn wir ihn kennen, kennen wir Gott. Dann kennen wir auch den Vater. Das können wir uns ja auch noch vorstellen, dass es einen Vater gibt. Aber der Heilige Geist, was ist denn das? Die Heilige Schrift beschreibt den Heiligen Geist in verschiedenen Bildern. Feuerflammen am Pfingsten, die Taube bei der Taufe Jesu, aber auch Wasser. Und da gibt es eine wunderschöne Stelle, die ist bei Johannes 7. Und zwar ist das der Vers 37. Und die folgenden, da heißt es, am letzten Tag des Festes, dem großen Tag, stellte sich Jesus hin und rief, wer Durst hat, komme zu mir und es trinke, wer an mich glaubt. Wie die Schrift sagt, aus seinem Innern werden Ströme von lebendigem Wasser fließen. Damit meinte er den Geist, den alle empfangen sollten, die an ihn glauben. Denn der Geist war noch nicht gegeben, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Firmlinge, liebe Leute auf Pfingsten hin, wo wir uns wieder mit dem Heiligen Geist beschäftigen, Wasser ist ein wunderbares Bild. Denn wir alle brauchen Wasser. Jeder von uns hat heute schon Wasser getrunken.
Jede Pflanze, jede Blume, die wir haben, braucht Wasser. Jedes Tier braucht Wasser. Die Schöpfung braucht Wasser. Wo Wasser ist, da ist Leben. Und das Wasser bewirkt in jedem Lebewesen, sogar in jedem Menschen, etwas anderes. Keiner sieht gleich aus. In den Blumen und in den Pflanzen und in den Bäumen bewirkt sie etwas anderes, wie in einem Pferd oder einer Kuh. Noch wieder etwas anderes in einem Menschen. Und selbst die Menschen sind unterschiedlich und schauen unterschiedlich aus. Aber alles braucht Wasser. Und das Wasser selber schaut immer gleich aus. Es ist eine klare Flüssigkeit. Ein wunderbares Bild für den Heiligen Geist, der zunächst einmal unscheinbar ist, aber das Leben bewirken will. Und dieser Heilige Geist, so erfahren wir in dieser Stelle aus Johannes 7, kommt aus dem Innern Jesu, aus seinem Herzen. Das ist wunderbar, dieses Bild. Es gibt andere Bilder vom Heiligen Geist. Feuer, die Begeisterung. Ja? Die Taube, was eine Manifestation ist. Und weil sie eben körperlich ist, die Taube, deswegen wird der Heilige Geist sehr oft mit der Taube in Verbindung gebracht. Aber versteifen wir uns bitte nicht auf die Taube. Ich möchte ein modernes Bild bringen und mit dem habt ihr alle gerade zu tun, wenn ihr diese Worte hört, nämlich das Internet. Das Internet ist notwendig, dass ihr diese Worte hören könnt. Denn ich werde, nachdem ich diese Worte gesprochen habe, diese Botschaft, dieses Video durch das Internet hochladen und ihr werdet es wieder durch das Internet wahrscheinlich empfangen, auf euer Handy, auf euer Tablet, auf eurem Computer oder wo auch immer ihr das auf dem YouTube-Sender hört. Ja? Das Internet macht alles Mögliche. Mit dem Internet kann man alles Mögliche machen. Da kann man Sachen herunterladen, da kann man E-Mails versenden, da kann man Filme anschauen. Da kann man telefonieren, da kann man in Connection treten. Da kann man eine Facebook-Nachricht versenden an ganz viele Leute. Über Internet kann man angeblich sogar Freunde finden, auch wenn das alles ein bisschen zweifelhaft ist, ob das wirklich alles auch wirklich Freunde sind. Aber das Internet ist unbedingt notwendig und wenn es das nicht gibt, dann ist diese ganze Schiene, diese ganze Connection-Ebene total unmöglich. Gibt es nicht. Keine E-Mails, keinen Film anschauen, nichts. Das Internet ist notwendig. Es ist absolut notwendig. Aber man sieht es nicht. So eine WLAN-Sache, die irgendwo im Raum herum ist, die kann man nicht sehen. Aber wenn man sie empfängt, wenn sie sich durch ein Gerät manifestiert, dann ist plötzlich Kommunikation möglich, dann ist ein Film anschauen möglich und das alles. Und ich glaube, Jesus könnte, wenn er heute leben würde, dieses Bild hernehmen für seinen Geist. Das gab es damals nicht, steht natürlich nicht in der Bibel, gab kein Internet. Aber Wasser gab es und Feuer gab es und Tauben gab es. Ja? Das ist ganz klar. Und deswegen geht es darum zu verstehen, der Heilige Geist ist der Lebendigmacher. Er ist das Leben schlechthin. Der Heilige Geist ist derjenige, der Kommunikation ermöglicht, der Verbindung mit Gott ermöglicht. Theologisch ist der Heilige Geist der, durch den das ganze Leben mit Gott passiert. Jedes Sakrament passiert. Und wir wissen, dass alle, die wir mit dem Computer und mit dieser Technik vertraut sind, es gibt eine Hardware und eine Software. Wenn wir keine Hardware haben, können wir die Software gar nicht wahrnehmen. Wir sind die Hardware. Und wir brauchen den Heiligen Geist, damit er sich in uns und durch uns manifestieren kann. Anders geht's nicht. Aber ihn gibt's. Und wenn wir die Hardware abschalten und sagen, es gibt gar keinen Heiligen Geist, dann erfahren wir ihn nie. Dann sind wir wie ein abgeschaltetes Gerät. Ja? Und dann ist eine Verbindung zu Gott
auch nicht möglich. Das Bild mit dem Internet, mit dem Wasser, mit dem Feuer und mit der Taube, alle vier Bilder hinten. Denn alles das ist keine Person, ist nicht Gott. Wasser ist nicht Gott, Feuer ist nicht Gott, eine Taube ist auch nicht Gott und das Internet ist erst recht nicht Gott. Aber wir erfahren, der Heilige Geist ist eine Person, ein Du. Du kannst zum Heiligen Geist Du sagen, weil er Gott ist. Und Jesus wird durch den Heiligen Geist dir nahe sein, weil das ist seine Möglichkeit, zu dir zu kommen. Du kannst mit ihm über dieses Internet Gottes, den Heiligen Geist, in Connection treten. Du bist nie allein und musst damit nie mehr Angst haben. Der Heilige Geist vermittelt dir die Liebe des Vaters und des Sohnes und zieht dich in diese Beziehung zwischen Vater und Sohn mit hinein. So wie die Liebe zwischen Mann und Frau, wenn sie wirklich echt und gesund ist, ein Kind hervorbringt. So wirst du hineingezogen in diese Liebe zwischen Vater und Sohn, wie das Kind in die Liebe hineingezogen wird zwischen Vater und Mutter, wenn es gesund und glücklich zugeht. Der Heilige Geist ist der Lebendigmacher. Noch ein Satz aus der Heiligen Schrift, um das zu sehen. Der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, wird euch alles lehren, euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Das steht übrigens bei Johannes 14, 26. Und noch ein Wort, das Jesus zu Nikodemus in der Nacht über den Heiligen Geist sagt, über Johannes 3, 8. Der Wind weht, wo er will. Du hörst sein Brausen, weißt aber nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist es mit jedem, der aus dem Geist geboren ist. Wenn du den Heiligen Geist einmal erlebt hast und ihn einmal gespürt hast, wenn du seine Salbung gespürt hast, so nennen wir das auch nach der Heiligen Schrift, die Salbung des Geistes, ja, mit dem Geist gesalbt sein. Wenn du den Heiligen Geist gespürt hast, du willst ihn immer wieder spüren. Du wirst sagen, mehr davon. Ich will mehr davon. Ich habe ihn nicht gespürt und sage, okay, jetzt weiß ich, wie es ist. Nein, denn er ist gut. Er ist die Liebe. Und er führt dich in die Richtung, für was du geschaffen bist, nämlich die Fülle des Lebens. Ja? Du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht, aber er ist da, wenn er kommt. So wie das WLAN oder Radiowellen oder so etwas. Pfingsten ist das Fest des Heiligen Geistes und damit der Geburtstag der Kirche. Und ich wünsche uns allen, dass wir eine tiefe Beziehung zum Heiligen Geist haben. Denn das ist die Gegenwart des Herrn. Auch der Heilige Geist bewirkt die eucharistische Gegenwart Jesu. Der Priester ist sozusagen die Hardware und das Brot und der Wein. Und der Heilige Geist bewirkt das alles und macht die Gegenwart des Herrn möglich. Euch allen ein gesegnetes Pfingstfest. Ich darf euch segnen. Der Herr segne und behüte euch. Er schenke euch seine Freude und seinen Frieden. Er erfülle euch mit seinem Heiligen Geist, seiner Kraft, seiner Gnade, seinem Leben. Er lasse euch erkennen, zu welcher Hoffnung ihr berufen seid. Er verbrenne in euch alle Angst, alle Traurigkeit, alle Sorge, allen Zweifel. Und erlasse in euch zurück Glaube, Liebe, Friede, Freude, Zuversicht. Das gewähre euch der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.